Sorry. Was ist denn unser heutiges Ziel? Haben wir ein Ziel? Also im Prinzip ist das heutige Ziel das Ziel, was wir immer haben, die Ketten am Laufen halten. Hm. Weil ich heute maximal im Zappelsystem eskalieren werde. Schön. Ich werde heute, ja, bei Zappes, weil dort ist die advancedeste Dyson-Sphäre, die wir bisher aktuell bauen. Und ich denke mir, das macht durchaus vielleicht Sinn, unter Umständen, dort dann nochmal ein bisschen extra reinzugehen. Weil das könnte am geilsten aussehen, wenn es fertig ist. Ja. Und die würde ich ganz gerne, die würde ich ganz gerne pushen jetzt noch, bis quasi Code Blue weint. Aber ich weine jetzt schon. Wieso denn jetzt schon? Weil das ist der letzte Abend heute. Wieso denn nur? Oh Mann. Wieso denn los? Meine Dyson-Sphäre hat sich aber auch in den letzten Stream ordentlich entwickelt. Komisch, ne? Was da passiert ist, nachdem du 60.000 Solarsegel in die Luft geschossen hast. Ich finde das voll cool. Ja, ich habe ein bisschen weitergebaut, ja. Weil, ne? Ich fürchte, ich habe dir auch einen von deinen Mirzahn-Planeten so ein bisschen versaut, Patsy. Sorry. Versaut? Naja, es, ja, ist, es ist ordentlich was gebaut worden, fürchte ich. Der fragt die ganze Zeit jetzt nach Bölkstoff. Berg hat sich zu viel beschwert. Ich habe mich gar nicht beschwert. Wer sagt denn wieder sowas? Also, ich habe es nicht behauptet. Ruhig, ich hab schon wieder in einem gewissen Channel gesehen, dass über meine eigene Währung geschimpft wird. Also. Da wird nicht geschimpft, wir stellen nur Prognosen auf. Ja, das waren Thesen, ökonomische Thesen, die da diskutiert worden sind. Ja, ja. So nennt ihr das also. Ich habe dich als... Ja, wissenschaftlich bestimmt schon belegt. Warte. Was habe ich reingeschrieben? Parzi, der alte Ökonom, schlittert bestimmt in eine Hyperinflation rein. Also mal abwarten. Ja. Das habe ich geschrieben und das ist nicht schlecht. Ja, da wird schon wieder. Das ist nicht gelogen. Das ist jetzt nicht gelogen eigentlich. Ich verstehe die ganze Kritik jetzt nicht. Wo ist mein Smile? Ach, mein Smile ist noch da. Geklappt. Alter. Was hier an Schiffen rumfliegt, das ist völlig absurd. Ja, es ist allgemein absurd. Wenn ich allein Richtung meinen Stern gucke, was da... Man sieht im Hintergrund alles sich bewegen. Patsy, schau mal ins Zappes-System rein. Zu Dyson Sphere, ja. Zappes Haus, ja. Genau. Und schau mal, was da an Schiffen unterwegs ist. Du Scheiße. Ungefähr? Ja, ach, sind Scheiße, zwei oder drei. Wie viele Dyson Sphere Hüllen hatten Zappes? Drei, aktuell. Eine vierte kommt noch dazu, das wird die Zappes-Hülle, die Parzi-Hülle. Die Zappes-Hülle ist die blaue. Gut, alte Parzi-Hülle. Warum ist Zappes-Hülle die blaue? Ja, weil ich eine blaue haben wollte. Er wollte eine blaue haben. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen, ich werde sie nach wie vor Kurzblue-Hülle nennen. Na okay, die weiße in der Mitte haben wir für dich auserkoren. Okay. Das ist wie, am nee, Ende zwiebelt sich oder was? Ja, nö, das ist so, ja. Und am Ende musst du mal mit der Kamera von ganz nach oben drauf schauen, wie das aussieht. Eine Blume, oder? Ne, dreh mal die Kamera quasi auf den Kipp... Genau, auf ganz nach oben. Das schaut wunderschön aus. Ja. Könnte auch von Iron Man das Herz sein. Ja, so in die Richtung, ne? Ja. Das schaut total verrückt aus. Ja. Oder Ventilatoren. Ventilatoren. Cool, wenn sie sich in unterschiedliche Richtungen drehen könnten, die Höhlen. Drehen sie sich doch? In unterschiedliche Richtungen? Ja. Schau mal die mittlere. Ja, stimmt, ja, tatsächlich. Ich habe das extra so gemacht, dass die immer gegenläufig laufen. Das sieht krass aus. Das sieht ja mega cool aus. Geil, ne? Das sieht schon sehr cool aus. Und das schaut auch richtig, also wenn ihr mal wirklich völlig verrückte Sachen sehen wollt, dann müsst ihr zu Zappes Haus 1 fliegen. Es liegt quasi zwischen der roten und der blauen Hülle. Es schaut völlig verrückt aus. Und da geht quasi der Dyson-Schwarm genau am Planeten vorbei. Der ist quasi fast synchron zu der Planetenumlaufbahn
Es ist wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Okay. Ich brauche aber in der Zwischenzeit brauche ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr Zeug. Weil an Zeug mangelt es. An was mangelt es dann? Momentan brauche ich erstmal noch einen weiteren Spaceport aus Sicherheitsgründen. Und dann muss ich mir Dyson Shells anfordern. Ich glaube, da war auch ein Mangel drin. Frame Materials meine ich natürlich. Okay. Den muss ich mir nochmal angucken, ob Frame. Ja, nee, da haben wir gerade so genug, das passt schon. Also ansonsten, ich mache mir hier gerade noch ein bisschen Platz für ein paar Fabriken. Ich kann auf Zuruf noch irgendwas produzieren, wenn wir es brauchen. Wie gesagt, schaut einfach immer mal so rein, was so gerade, wo es knapp wird vom theoretischen Maximum. Das ist so das Einzige, was mir jetzt aktuell auch einfällt. Ja. Also, ich wüsste nicht mehr, was wir da machen können gerade. Aber wenn das theoretische Maximum sagt, passt so, dann passt so. Ansonsten, ich glaube, mit Zappis war das beim letzten Mal. Da haben wir ja mal ein bisschen rum, oder habe ich ja mal so ein bisschen die Vorzüge des Sprayens im Verhältnis zu der Energiegeschichte ein bisschen gemacht gehabt. Mhm. Also Sprayen lohnt sich tatsächlich, um nochmal Ressourcen rauszuquetschen. Und das kann man sich easy anfordern, das braucht man eigentlich auf, wenn man so äquatorial baut, reicht das so auf einer Lane das zu ziehen, über alle Bänder drüber, das geht richtig gut. Na, damit braucht er eigentlich nur diese, wie heißen die Dinger? Spray Quarter, können die auf die Bänder drüber platzieren und dann muss er oben in quasi auf der ersten Etage einfach nur einen den Band mit den blauen Dingern reinziehen und dann funktioniert das ganz gut eigentlich. Wie sieht es denn eigentlich mit Graphen aus? Ist das jetzt genug vorhanden? Graphen. Ja, ist genug. Graphen und Graphit passen gerade. Ach genau, Pazi, ich hätte einen Sonderjob für dich. Was denn? Optical Grating Crystals. Das sind diese lila Kristalldinger. Ja. Davon bräuchten wir, genauso wie von Spiniform, also Optical Gratings und Spiniform, das sind diese Püschel-Dinger. Da bräuchten wir ganz dringend, egal von wo, noch eine kleine Mining-Geschichte. Wenn du die irgendwo findest, das wäre großartig. Ja, ich fliege mal zum Neutronenstern und zum Schwarzen Loch, vielleicht habe ich da noch irgendwas nicht angeschlossen. Und wenn zwischendurch noch ein bisschen Stein rausfällt oder Eisenerz? Immer gleich mitnehmen. Eisenerz? Ja, leider. Eisenerz haben wir sogar einen Mangel aktuell. Da habe ich euch ja zugeballert. Oh, ja. Okay, ich habe ein Ding von mich. Du ein neues System erschließen. Schon wieder? Ja, Optical Creating 31 Millionen. What? Solide. Ich würde auch sagen, Pazi macht's einfach, ne? Ja. Da wird einfach in der letzten Folge nochmal ein System platt gemacht. Ja, einfach mal reingegangen, ne? Vollgas. Ja, stehe ich drauf. So muss das sein. Apropos, so muss das sein. Zappes, wir sind mittlerweile bei 8,39 Gigawatt im Zappes-System. Das ist doch schön. Das ist gut, ja. Reicht doch schon fast. Ja, nee. 38% können wir nur bedienen. Betonung auf fast. Ganz fast. Am fastesten quasi. Niemand fastet hier. Nee? Was? Wieso? Es gibt doch jetzt Schoki. Ja, ich habe heute irrsinnig vorgesorgt. Ich habe eine heiße Schokolade und eine komplett vollgefüllte Keksdose hier. Affengeil. Hätte ich auch gern. Na, ich trinke nur meinen Schokodrink. Aber es reicht mir auch. So, die brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt Solarsäge. Ach, herrlich. Ja, Schokodrink ist halt das Beste, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Das ist wahr. Nom, 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 nom.
So, meine. Ey, wenn das hier mal fertig wird, ich glaube, das schaut richtig fett aus. Das ist so, ich glaube, das ist mal richtig geil, wenn das fertig wird. So, wo baue ich jetzt noch weitere Launch-Silos hin? Nach links weg müssen weitere hin. Wie viele Raketen haben wir denn hier im Zulauf? Hoch. So. Ist es mit Foundations aus? Warum werden die Raketen eigentlich nicht gesprayt? Das ist doch mal die Frage des Tages. Überlege gerade, ob ich genug mitnehme. Nimm alles mit. Ja. Man weiß Mach ja nie. Dir einen Blueprint von deinem Start-Dingsbums, wie auch immer das aussieht. Ich kann auch. Achso, nee, ich kann dir nichts hinbauen, weil wir da wahrscheinlich noch keine Dyson-Sphäre haben. Nee, nee. Es geht nur darum, dass ich alles mitnehme, weil das System ist relativ weit außerhalb. Wo fliegst du hin? Sag ich dir nicht, wie das heißt, Epsilon irgendwas. Epsilon Mensae. Oh Gott, wo ist denn das? Weiß niemand so genau. Ach, da oben! Ja. Ah, wow, okay. Alter, wie viele Planeten hat das Ding einfach? Ja, das hat so viele Planeten. Ja, wirklich alle! Und das Coole ist, du hast gleich drei, dann... 3, 4, 5, oder? 6! Und das Coole ist, daneben ist gleich ein zweites System mit 44 Millionen Optical Grating. Oh, geil. Ja, okay. Da geht was. Ja. So, jetzt suchen wir aus, welcher Planet hat denn das meiste. Und Stein ist auch nicht so wenig. 71 Millionen. Oh, das ist gut. Wow. Die haben aber alle da hinten so wahnsinnig viel, ne? Ja. Da, der äußerste Planet, 26 Millionen, glaube ich. Das ist mit dem meisten. Recreating. Ja. Ein Abflug. Gott. Ich fliege genau mit Solarsegel hin und genau auf den Planeten. Solarenergie 79%. Okay. Also ich butter jetzt bei Zappes System nochmal richtig rein, ne? Also jetzt ist kein Grund mehr für Traurigkeit hier. Also ich baue hier einen Rocket Launcher nach dem anderen auf. Das höre ich sehr gern. Man sieht's auch tatsächlich, wie viele Raketen dann jetzt gleich rauskommen noch. Weil das ist schon anders. Die kommt überhaupt nicht mehr zurecht, einfach. Schau mal, wie viel da wegstarten gerade. Ilu, wunderschönen guten Abend, hi!
René fragt gerade, ob das Multiplayer Dyson Sphere Projekt zu einem späteren Zeitpunkt weitergeführt wird. Ich kann es dir nicht sagen. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, ob die Spielstände kompatibel sind. Naja, also ich glaube mal nicht, dass wir es weiterführen werden, um ehrlich zu sein. Ich glaube eher, wenn wir feststellen, dass diese Erweiterung mit den Aliens cool ist, dass es vielleicht irgendwann nochmal eine Staffel gibt, aber... Mhm. Ja. Also ich persönlich würde dann lieber nochmal neu anfangen. Ja. Als ja. 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 Vor allem aus den Dingen, die wir jetzt gelernt haben. Ja. Weil da würden wir alles gleich anders aufbauen und effizienter aufbauen als wir jetzt. Aus dem, was wir gelernt haben, Pazzi. Hast du schon mal Zwerg zugeschaut? Ja, okay, außer Zwerg. Aber wir sind vier Leute, nicht nur ein, nicht nur Zwerg. Wieso denn nicht nur ich? Wenn drei Leute was gelernt haben, ist das ja schon viel. Ich verstehe diese ganze Anspielung hier nicht, ja. Zwergs erstes Ding wird wahrscheinlich sein, gleich mal den Dyson Sphere installieren, obwohl wir es noch nicht mal in die Höhe schießen können. Das ist egal. Das muss so. Besser haben als brauchen, meinst du? Richtig, richtig. Du hast das System verstanden, ich spüre das. Scheiße, was da für Traffic unterwegs ist. Ach du Kacke. Das sieht echt krank aus. Das sind fast durchgezogene Linien. Ach du Scheiße. Ich hab's übertrieben, Leute. Ich hab's einfach übertrieben. Ach wirklich? Was? Doch. Du doch nicht, Zwerg. Ich hab's übertrieben, Leute. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist... Du würdest niemals übertreiben. Chirito, danke für 300 Bidis! Ey, schaut mal ins Zappes-System und schaut mal, wie viele Raketen da gerade wegstarten. Ich hab jetzt ein bisschen ausgebaut. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt erkennt man wenigstens mal, von welchem Planeten die starten. Ja, wo kommen die her? Ach, da. Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. Es tut mir nicht leid. Aber, ja. Aber es ist nötig. Das Ding muss einfach mehr absorbieren. Ja, eben. Also wir haben einfach zu wenig Strukturpunkte. Wobei auf der mittleren, also auf der blauen Shell... haben wir aktuell 90 Raketen, die permanent hinfliegen, um was aufzubauen. Bei der dritten, also bei der innersten Schale haben wir 22. Und bei der äußersten komischerweise immer 0, ich weiß nicht wieso. Kann ich das irgendwie eingrenzen? Nö. So. Totale Strukturpunkte unserer aktuellen Dyson-Sphäre im Zappes-System 162.720, Alter. Na, wenn es das nur ist, dann geht's ja noch. Das läuft noch, ne? Ich dreh komplett durch. Ich dreh einfach komplett durch, weißt du? Aber wir schaffen es immer noch nicht, unsere Solarsegel auch abzufischen. Ah, da oben entsteht im roten Ding wieder was. Sieht man das als mittlerweile eigentlich? Warte mal kurz, da ist der blaue. Kann ich das rote mittlerweile erkennen? Ja, da hinten ist einer. Ein neuer Zwerg. Die sind bloß schwierig noch zu erkennen. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Twitch. Dankeschön, will wir verschenken an Twitch im ersten Monat. Vielen lieben Dank, Markus. Ey, sau lieb von dir. Ach so, Mensch, das wird ja wahnsinnig. So. Ah, hier oben entsteht auch schon die nächste Geschichte. Da schon. Ja, also es baut sich schon tatsächlich sehr gut aus. Ach, herrlich, oder? Ist doch wunderschön. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Alter, was da an Raketen reingeht in eine Note hier. Es ist so crazy, wenn du von der Seite zuschaust, wie aus diesem einen Polgebiet hier die Raketen rausstarten.
so, ich bin gerade in Epsilon gelandet und der Planet ist gleich so ein Tundra-Planet, wo einfach mega viel Platz ist. Geil. So. Wo sind die Optical Gratings? Was ist lauter? Warte mal. So. Oh, herrlich. Oh, was Wein? Wein? Ja, vor Freude. Oh. Ja, schon ein bisschen, ne? Schon irgendwie süß. Ja, ich weiß, so bin ich. Ihr Wein vor Glück ist ja auch mein Lieblingslied von Pur. Also wer? Ja. Was ist das denn für ein Rentner? Wirklich? So. Mindestens noch mal einen. Aber wenn du das so anschaust, wie die da wegstarten, das schaut so cool aus, wie die ganzen Bauraketen rausgehen aus dem Planeten. Eins kriegen wir noch rein, oder? So. Bin ja schon sehr gespannt, was dann. Was? Was Zappes dann zu all dem sagen wird. Hallo, finde ich voll gut, was du da bist. Das werde ich zu dem sagen. Zu all dem? Ich hoffe, wir bauen überhaupt so viele Raketen. Ich denke nicht. Nee. Es wird mich. Ja? Was? Es wird mich echt wundern, wenn wir einmal etwas genügend bauen würden. Und Markus davor hat gerade ein Abo an Twitch verschenkt. Schauen wir mal gerade. Ja, aber Band deswegen. An Markus oder an Twitch? Beide. Am Twitch. Okay, also ich sag euch, wie es ist. Ich muss mal ganz kurz ins Zwergsystem abdüsen. Mhm. Weil. Na, dann düse er doch. Ja, weil ich habe nämlich ein kleines Problem. Wir kriegen die Raketen nicht mehr hin. Und ich düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Sternenritt. Was brauchen wir denn? Small Rocket Carriers oder was? Rock, ja, wir brauchen die. Ja, genau die. Ah, Production Rate 180, Consumption Rate 300. Zumindest ja. Im aktuellen und im theoretischen, naja, sieht es nicht richtig gut aus, aber hey. Ich werde zu Zappes Haus zurückkehren. Ach, Zappes, danke, jetzt habe ich wegen dir einen Ohrwurm. Immerhin ist es ein sehr passender. Ja. Also, wir düsen von Zappes-System nach Zwergsystem und dann gucken wir mal, dass da was läuft. Ach du Schande. Was?
Ach du Schande ist nie gut. Nee, ach du Schande ist nie gut. Prozessoren sind maximal überlastet. Okay, das ist schon seitdem wir streamen. Nee, das ist diesmal ist es viel schlimmer. Da kann ich aber was dran tun. Also Prozessorfabrik wäre hervorragend. Ich kümmere mich um die Quantum-Chips. Okay. Plane. Machen wir so. Plane-Filter brauchen Casimir-Kristalle, die haben wir nicht, ne? Wenn Code Blue doch, welche machen würde, dann hätten wir die. Haben wir, ist alles gut. Okay, dann kümmere ich mich quasi du um die Prozessoren, weil da ist der Mangel am mit Abstand größten. Ich gehe dann auf die Plane-Filter. Dafür brauchen wir Titaniumglas, das heißt, die Produktion baue ich neu auf. Boah, Alter. Ja, das ganze Ding bis zu den Quantum-Chips ist überlastet. Das wird nicht so angenehm. Noch hält sich die Produktion hier. Ich muss hier gerade auf eine Lieferung Foundations warten. Foundations. Danach kriegst du Prozessoren. Dass die Schwarte kracht? Aber hallo. Geil. Komm schon. Lade diesen Scheiß drauf. Scheiß auch noch. Haben wir Antimaterie Fuel Rods? Ja. Dann hole ich mir mal ein paar. Also nicht unbegrenzt viele, aber sollten welche da sein. Gut, Zwerg, das System, wo ich gerade bin, wäre ideal für eine Dyson Sphäre. Ja. Ist das 2,05. So? Wow, das ist nicht schlecht. Soll ich mal vorbeikommen? Nachdem ich hier erstmal alles gefixt habe, also so in 1,5 Stunden ungefähr. Ja, ich weiß nicht, ob es noch rentiert jetzt doch. Eine Dyson Sphere hier aufzubauen. Bist du sicher? Tja, rentiert sich immer. Es rentiert sich immer, eine Dyson Sphere aufzubauen. Kann ich Windräder selber bauen? Ja. Ich kann dir einen Logistik-Hub hinstellen bei Zeiten. Habe ich einen Blueprint für? Ja, bei mir ist eher, dass ich nur Solarpanels mitgenommen habe und Solar ist hier bei 79%. Ja. Yeah. Das heißt, ich produziere hier mit Solarpanels genau gar nichts. Ja, gut. Das ist, ja, was ist gar nichts. Das ist schon okay, ne? Aber es ist halt. Es geht halt langsamer. Boah, wisst ihr, was ich wirklich vermissen werde, wenn wir hier mit dem Playthrough durch sind? Was? Ich werde diesen Soundtrack vermissen. Ich weiß, ihr spielt immer mit eurer eigenen Musik, aber ich finde die Mucke von diesem Spiel so episch. Schön gemacht, ja. Ja. Das stimmt. Ja. Ich bestätige. Kannst du den Soundtrack mittlerweile kaufen, oder? Glaube ja. Punkt. Guten Abend zusammen, Zwergpudding. Dankeschön für 33 Monate. Vielen lieben Dank für den lieben Support, ey. Dankeschön.